Hey meine Freunde, willkommen zum Mannschaftsbericht und zu so einem kleinen Zusammenfassung zur ganzen Saison am besten. Einfach so ein kleines Special, was die ganze Saison über eigentlich passiert ist. Und ja, wir fangen mit dem Mannschaftsbericht an. Da haben wir als erstes Dragowski, unser Ersatztorwart. Der hat sich auf eine 80 verbessert. Also wir sehen hier, er ist glaube ich über 10 Punkte hoch. Ist glaube ich bei einer 70 hat er glaube ich angefangen oder eine 71, also 9-10 Punkte hoch mit 18, schon ein 80er. Marktwert von 12 Millionen Euro kam am Anfang von der Saison für 4 Millionen Euro. Hat 19 Spiele gemacht, 12 ohne Gegentor, also ein richtig, richtig guter zweiter Torhüter. Tom Starke, kein Spiel gemacht, nichts, wird also auch nach Bremen wechseln. Ivan Lucic wird den Verein höchstwahrscheinlich auch verlassen, hat auch kein Spiel gemacht. Manuel Neuer hat sich auf eine 92 gesteigert, hat einen Marktwert von fast 70 Millionen Euro, 38 Spiele gemacht, 21 davon ohne Gegentor. Also er hat die meisten Spiele absolviert und eigentlich immer eine Mauer da hinten drin. Ulreich, den haben wir verliehen nach Bremen, der hat dort ein Spiel gemacht, hat dort richtig, richtig kacke gespielt und hat seitdem nichts mehr gemacht in der Saison, deswegen wird er zurückkommen. Und wir werden versuchen, ihn zu verkaufen, um dann vielleicht noch einen Ersatztorwart zu holen. Oder wir bleiben bei Ulreich. Mal schauen. Rechtsverteidiger haben wir zwei Stück natürlich. Tete, eine 79. Und eben mit 20 Jahren ziemlich guter Wert. 21 Spiele, davon 3 Vorlagen gemacht. 11 ohne Gegentor. Eine durchschnittliche Bewertung von 6,5. Also nichts wirklich Besonderes. Aber er macht gute Spiele, wenn er dann spielt. Und als Rechtsverteidiger muss man da auch kein Weltstar sein. Wie jetzt er hier zum Beispiel, Philipp Lahm, 32 Jahre alt inzwischen, wird aber weiterhin natürlich der Stammspieler und Teamcaptain sein. Mit der 87 Gesamtbewertung immer noch ein mega guter Spieler. 42 Spiele hat er absolviert. In der Bundesliga 22 gemacht. Ein Tor hat er erzielt, das war in einem Vorbereitungsturnier. Und 5 Vorlagen. 18 Mal ohne Gegentor, 6,7 der durchschnittliche Bewertung. Als Rechtsverteidiger kann man da auch nicht so mega Bewertungen erwarten. Skodran Mustafi, 83, ein Punkt nach oben mit 24. Ein Marktwert von 27 Millionen Euro. Benatia plus 15 haben wir damals bezahlt. Ein richtig, richtig guter Spieler, hat auch ordentliche Spiele gemacht, eine ordentliche Bewertung. Da kann man gar nicht meckern, ist ein super Spieler. Javi Martinez ebenso, hat sogar 2 Vorlagen gebracht. Ist schon 27 Jahre alt, also eigentlich im besten Fußballeralter. Eine 84 hat sich nicht wirklich verbessert, aber auch nicht verschlechtert. Jerome Boateng, ebenfalls 27. Über ihn müssen wir gar nichts sagen. Er hat 42 Spiele gemacht, ist der beste Mann hinten in der Innenverteidigung. Holger Badstuber ist unglücklich, will den Verein verlassen und wird den Verein in dem Fall auch verlassen. Hat 2 Spiele gemacht, wovon das Bundesligaspiel gar nicht mal so schlecht war mit einer 7,9. Aber ich weiß auch nicht, er ist 27 in der 80er Bewertung, damit können wir wenig anfangen. Mats Hummels, unser zweiter Abwehrbock da in der Innenverteidigung, 87 gesamt, auch 27 Jahre alt und 34 Spiele absolviert. Eine durchschnittliche Bewertung, in letzter Zeit schlecht in Form, aber auf ihn ist natürlich immer Verlass. Linksverteidiger Bernat und David Alaba, Bernat eine 80, hat die Hälfte aller Saisonspiele gemacht, in der Bundesliga zumindest, in der Champions League durfte er einmal ran. Und ja, über ihn kann man nicht viel sagen, er ist auf jeden Fall ein guter Backup. Zu ihm hier, David Alaba, 86, 40 Millionen Euro Marktwert. Es ist einfach der perfekte Spieler auf der linken Verteidigerposition. 45 Spiele gemacht, das ist bis jetzt die meisten Spiele von David Alaba. 3 Tore geschossen, 4 vorgelegt, 24 Mal ohne Gegentor. Also er ist ein richtig, richtig guter Junge in Steinhardt, wird den Verein verlassen, Vertrag läuft aus. Bustos, den haben wir aus der eigenen Jugend geholt, den bauen wir noch so ein bisschen auf nebenbei. Rode soll den Verein verlassen, der kam zu 13 Spielen immerhin, wobei 7 haben wir wirklich gespielt, diese 5 Vorbereitungsturnierspiele, die spiele ich nie. Kein schlechter Junge, aber jetzt auch nicht so die Mega-Granate, der wird den Verein verlassen, vielleicht er auch. Man weiß es nicht. Moral, Karriere, Ende, Fragezeichen. Da steht schon die ganze Saison da. Er hat sich um 2 Punkte verschlechtert, hat trotzdem 24 Spiele gemacht und die waren alle ganz okay. Mal schauen, wie es nächste Saison mit ihm weitergeht, ob er die Karriere beendet oder noch bei uns spielt. Wir werden ihn auf jeden Fall versuchen, loszuwerden in der nächsten Saison. Douglas Costa, ein Traumspieler. Ich finde, es gibt nichts Geileres
auf dem Flügel momentan. Das ist unglaublich, was dieser Junge da spielt. Ja, jetzt muss ich gerade ein bisschen nachdenken, was ich eigentlich sagen wollte. Aber naja, Arjen Robben, perfekt. Arjen Robben ist einfach perfekt. Teil 1 des magischen Dreiecks. Und auf eine 91 hoch, und das ist wirklich unglaublich. Dieser Typ mit 32 Jahren in 52 Spiele hat er gemacht. Also okay, er hat Alaba nochmal überboten. 30 Spiele in der Bundesliga, hat nur 4 verpasst in dem Fall. 14 Tore, 15 Vorlagen. Das ist wirklich unfassbar gut. Das ist der Grund, warum er kaum ein Spiel verpasst. Er ist einfach die Lebensversicherung auf der rechten Seite. Julian Green verliehen an Freiburg. Kimmich 4 Punkte nach oben gegangen. Durfte das ein oder andere Spiel spielen. Hat das auch ganz gut gemacht. Kann man nicht meckern, ist ein guter Junge, den wir auf jeden Fall noch ein bisschen hochziehen werden. Thiago, bei ihm haben wir keine Entwicklung, aber eben halt auch trotzdem richtig geile Spiele gesehen. Deswegen wird er weiterhin ein wichtiger Mann auf dem Zentrum oder im zentralen Mittelfeld bleiben. Vielleicht werden wir auch einen Ersatz holen, sodass Thiago dann eben eher Bankdrücker wird, aber trotzdem auf seine Spiele kommt. 42 Wahnsinn dieser Saison. Das ist wirklich eine Menge für jemanden, der eigentlich relativ unauffällig ist. Arturo Vidal, 40 Tore, 15 Vorlagen in der Bundesliga. Die hat er natürlich hauptsächlich da geholt, wo wir ihn ins Zentrum hinter die Spitze gestellt haben. Hinter Müller, da hat er richtig, richtig viele Vorlagen geholt. Und ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Der Hut, den haben wir ja direkt verliehen nach Hoffenheim. Hat 4 Punkte nach oben gepusht, 20 Spiele in der Liga gemacht. Das ist auf jeden Fall richtig gut für eine Laie. Das sehen wir hier bei Højbjerg nicht, der nur 4 Spiele gemacht. Und das ist gar nicht mal so cool. Gaudino war verliehen. Und Franck Ribéry, keine Veränderung, aber natürlich ein wichtiger Mann auf dem linken Flügel. Kovalenko ist auch einer, der in Zukunft was ganz Großes werden kann. 5 Punkte plus, 79 gesamt mit 20 Jahren. Er hat schon 21 Spiele gemacht, 5 Tore vorgelegt, 2 selber erzielt. Also aus dem kann auch was richtig, richtig Krasses werden. Müller eine 88, ging 2 Punkte nach oben. Natürlich der Top-Torjäger der Bundesliga. 29 Spiele, 30 Tore und 10 Vorlagen. Das ist unglaublich brutal. Er hat in 52 Spielen 64 direkte Torbeteiligungen, Leute. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Er ist einfach der Gott vorne in der Offensive und das wird auch bleiben. Ja, ansonsten, die kann man nichts sagen. Griezmann, ja, 28 Spiele gemacht. Und ja, 28 Spiele gemacht. 8 Tore geschossen, relativ unauffällig geblieben. Und bei ihm müssen wir einfach noch abwarten, was noch kommt die nächste Zeit. Vielleicht denken wir auch über einen Transfer nach, ich weiß es nicht. 13 Spiele, 5 Tore, klingt gar nicht mal so schlecht. Aber eben, er war halt auch nicht so der Mega-Burner, das weiß ich nicht. Gucken wir jetzt einfach mal. Robert Lewandowski, ein Spieler, der dafür der Oberburner war. Natürlich, das Spiel, was wir nie vergessen werden, war sein Saisondebüt, wo er einfach mal 4 Tore erzielt hat in einer Halbzeit. 4 Tore. In 21 Spielen 16 erzielt, 7 vorgelegt, also er ist natürlich vorne im Sturm unumstritten die klare Nummer 1, was die Wahl angeht. Coman ausgeliehen, 2 Punkte nach oben auf eine 80, hat relativ viele Spiele gemacht und ist auch ein richtig guter Junge, der auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial hat. Jetzt gucken wir uns mal an, was in der Tabelle so abgeht. Ja, wir sind momentan in der Europameisterschaft. Die interessiert uns aber nicht. Bundesliga, da gucken wir es an. Frankfurt, Bremen direkt runter. Also schon mal 2 richtig wichtige Clubs für die Bundesliga runter in der Realität. Ja, da sehen wir leichte, ja, ziemlich große Ähnlichkeiten. Gerade hier Stuttgart, Bremen, Frankfurt. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber es gibt Ähnlichkeiten zur Realität. ja. Darmstadt, ich weiß nicht, ob sie die Gruppen, die Relegation geschafft haben.
Ansonsten sind die alle drei runter. Und sonst in der Champions League haben wir das nächste Mal uns natürlich Dortmund, Schalke und Leverkusen. Europa League wird mit Köln und Wolfsburg stattfinden. Und ja, auf jeden Fall eine ganz ordentliche Tabelle. Wir haben 101 Tor geschossen und nur 14 kassiert. Ja, herrlich. DFB-Pokal haben wir gewonnen. Aufstiegspokal. Okay, das ist, glaube ich, genau Aufstiegspokal. Da hat Darmstadt sich durchgesetzt gegen Nürnberg. Zufall, dass Nürnberg auch hier in der Relegation ist, Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Eben, Darmstadt bleibt somit erstklassig. Und wir haben sonst eigentlich nichts mehr. Champions League haben wir gewonnen. Europa League hat Tottenham gegen Man City gewonnen. Oh, da Dortmund gegen Man City noch verloren und ist dann rausgeflogen. Und dann war es ein englisches Duell. Und ja, was kann ich euch noch zeigen? Die anderen Ligen. Gucken uns mal die zweite Bundesliga an. Was denn uns so erwartet in der nächsten Saison? Düsseldorf und RB Leipzig. Freiburg auf Platz 7. Schlecht. Aber ja, Düsseldorf und RB Leipzig werden somit aufsteigen. Und unsere Gegner sein in der nächsten Saison. Ansonsten, ja. Englischer Meister ist Arsenal mit 2 Punkten Vorsprung auf Man City. Dann Chelsea, Man United, der Champions League Finalist. Ja. Und ansonsten, was kann ich euch zeigen? Ich weiß es nicht. Ja, das war's bislang. Wir sehen uns dann einfach zur neuen Saison. Dann auch mit frischen Transfers. Bis dann und tschüss.